Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy am Abgrund. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, aber ich habe hier gesehen, dass es Ballons zum Zerplatzen lassen gibt und das werde ich jetzt mal zwischendurch machen, bevor wir dann weiter hier den Dieb versuchen zu fangen. Nicht zu verwechseln mit Muad'Dib. Das ist nämlich wer anders. So. Controller, bitte springen Sie an. Jawohl. Ich hoffe, ich kriege gleich nur nichts hier von wegen Auftragsgebiet verlassen oder so. Sind die restlichen Ballons? 3, 4. Und der fünfte. Und wieder zurück ins Einsatzgebiet. Oh, warte. Hier gibt es noch eine Flohflamme. Die möchte ich gerne mitnehmen. Sieht recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Sollte es auch nicht. Katakombe von Feldcroft, okay. Interessant, was man hier nicht so alles findet. So. Zurück zum Dieb finden. Oh, ich glaube, da war er. Schnell hinterher. Das war doch der Niffler hier, oder? Revelio. Oh, habe ich nicht schnell genug reagiert? Warte mal. Stand da nicht gerade der Dieb? Du bist zum Sterben hier, was? Revelio. Blix, da war ich nicht schnell genug. Vielleicht kommt er ja von selber wieder. Doof, ne, weil ich die Steuerung vom Controller noch umgestellt habe. Da hinten ist noch was Blaues. Ah, was ist da? Eine Halluzination hier von irgendwelchem Blauschimmer. Geld rum? Ah ja. Revelio. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich den Niffler finde. Doppelhäschen? Nein. Ah, jetzt wollen sie mich aber komplett flachsen hier mit Häschen und Co. Revelio. Noch ein Häschen, meine Güte. Oder zeigst du mir, wo der Dieb ist? Revelio. Der Irondale-Dieb, da!
erbe den Niffler. Jetzt suche ich das Erbstück der Familie Haggerty. Das haben wir schon gefunden. Das haben wir schon gefunden. Also können wir auf direktem Weg zurückfliegen. Vielleicht versöhnt sich dann auch die Familie wieder. Wenn klar ist, dass es nicht die Schwester war. Völlig unverfroren. Ja, jetzt warte doch erstmal ab, was ich rausgefunden habe. Mein Gutster. Gute Neuigkeiten, Mr. Haggerty. Ich habe Ihren Dieb entlarvt. Jetzt hören Sie schon auf. Wir alle wissen, es war meine Schwester Catherine. Sir, der Dieb war eigentlich ein Niffler. Wie bitte? Sie wissen schon, klein, pelzig, diebisch. Ich bin ihm zu seinem Versteck gefolgt. Catherine wusste als Einzige, wie man in unsere Häuser kommt und wo die Wertsachen sind. Das ist wohl ein fieser kleiner Mistkerl. Wenn Sie das Versteck des Nifflers gefunden haben, dann müssen Sie auch mein Erbstück haben. Weil du so ein Arsch bist, für einen Preis. Ich habe Ihr Erbstück gefunden und gebe es Ihnen zurück. Gegen eine Belohnung. Das ist wohl nur fair. Also gut, nennen wir es ein Zeichen der Anerkennung. So klingt es anständiger. Catherine ist eine Enttäuschung, aber ich wollte nie glauben, dass sie hinter all dem steckt. Nun, dank Ihnen, muss ich das auch nicht mehr. Wir leben in einer seltsamen Welt. Ein Niffler wird wohl kaum nach Azkaban geschickt, aber ich habe mein Erbstück zurück. War eine Nifflermaske, die ich als Optik wählen kann? Oh Gott, oh Gott. Als erstes Mal wird aber hier mein Hut gleich wieder geändert. Ich möchte gerne wieder anständig aussehen. So, Schlapphut, wo bist du? Da. Jetzt muss ich kein Polizist mehr sein. So, aber ich könnte jetzt beim Gesicht... Ist das so eine Optik? Wahrscheinlich, ne? Eine Nifflermaske. Ein Schnabel dran. Hier. Naja, lass mal. Für den gewieften Detektiv. Vielleicht, wenn ich irgendwann nochmal gezielt auf Nifflerjagd gehe, dann könnte ich mir das vorstellen. So, was haben wir denn noch bei Aufträgen? So. Hier kommen wir immer noch nicht hin. Der Auftrag ist schon ewig in der Liste drin gefühlt. Hätten wir nur weiter die Hauptaufträge. Poppy wartet schon ganz lange im Gebiet nördlich von Hogwarts. Und ich denke, dann werden wir uns der Guten auch mal widmen. Habe ich da noch irgendwas zu verkaufen? Lass doch mal schnell gucken. Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie kann ich behilflich sein? Hallo, wie schön, Sie zu sehen. Ach, Guckchen, wir können noch ein bisschen mit ihm sprechen. Welche Produkte verkaufen Sie denn? Ich verkaufe Produkte rund um Tierwesen. Tierwesen haben mich immer fasziniert und sie stehen hoch im Kurs. Also habe ich sie zu meinem Beruf gemacht. Warum wusstest du deswegen, und warum wusstest du dann nicht, dass der Niffler hier auch der Dieb sein könnte? Wobei mich immer noch interessieren würde, wie der in die Häuser reingekommen ist und da die Gegenstände rausbekommen hat. Wie lange wohnen Sie schon in Irondale? Mein ganzes Leben. Meine Schwester und ich wuchsen hier auf. Ich blieb hier. Sie hatte andere Pläne. Hört sich nach ein bisschen Enttäuschung an auch. In der Nähe soll es eine Koboldmine geben. Waren Sie mal dort? Ich habe sie gesehen, aber war nie drin. Dort gibt es sicher einige wertvolle Tierwesenprodukte, aber das ist mir zu riskant. Ranrocks Anhängern kommt man lieber nicht in die Quere.
Gut. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? So, genau, den Umhang haben wir noch zu verkaufen. Und dann... Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Genau, können wir eigentlich schon wieder nach Hause, in den Raum der Wünsche. Gucken, was es da zu ernten gibt. Tiere kümmern und so weiter und so fort. Und... Revelio. Dann weiter in der Hauptquest. Oh, da hinten steht noch eine Kiste. Steht noch eine Kiste. Bin ich hier noch nicht überall eingebrochen? Hollhausmaske. Okay. Muss ich vielleicht doch noch mal zum Händler kurz. So, Ausrüstung. Außergewöhnlich. Dafür ist die legendären hat einen erhöhten Schaden mit Incendio, die ich da aufhabe. Behalte ich auch. Die behalte ich. Ja, komm, kriegst du den hochwertigen Plan. Hallo, schön, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Wie kann ich behilflich sein? Komm, kein langes Vorspiel. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ja, ich freue mich auch. Wie besessen. So, der Raum der Wünsche. Gut, das müsst ihr euch natürlich nicht jedes Mal zusammen mit mir antun, deswegen sehen wir uns dann gleich wieder. So, Pflichtprogramm erledigt. Geht es nun zu Poppy Sweeting. Weiter in der Hauptstory. Mal schauen, wo wir hier Poppy Sweeting finden. Das ist... Ja... Ganz schön weit in den Bergen. Aber wir können erstmal hierher... Westlicher verbotener Wald und uns eine neue Flamme holen. Und von wo fliegen wir hin? Okay, von hier wäre näher, aber ist egal. Wir gehen hierher. Es schadet ja nicht, hier noch weitere Punkte freizuschalten. Auf den Besen. Nicht am Kopf kratzen. So. Es dauert immer einen Moment, bis der Funkcontroller anspringt. Ihr kennt das vielleicht. Oder auch nicht. Die Flamme. Die, die ich markiert hatte, zumindest. Ah, wo ist sie? Da unten. Westlicher verbotener Wald. Welches Dorf nehmen wir uns als nächstes vor? Da werden schon wieder finstere Pläne geschmiedet. Das soll mir aber erstmal egal sein. Einmal landen. Das wird bestimmt niedlich, wenn Poppy mitspielt. Revelio. Hallo Poppy, bin gleich bei dir. Immer kriegt
Entweder die Bestie verschlingt dich oder du verschlingst sie. Ich bevorzuge Letzteres. Geht es Wolkenschwinge gut? Nati hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, Wolkenschwinge geht's gut. Hallo Poppy. Ich passe gut auf Wolkenschwinge auf. Versprochen. Mach dir keine Sorgen, Poppy. Gut. Was auch immer die Wilderer planen, Wolkenschwinge soll nicht in ihre Nähe kommen. Du sagtest, du wüsstest etwas Neues zu den Wilderern. Und dass es mit mir zu tun hätte. Stimmt. Ich habe im Eberkopf was mitbekommen und... Sie haben den Befehl von Victor Rookwood, dich sofort gefangen zu nehmen. Hat das etwas damit zu tun, dass Rookwood und Harlow dich nach dem Trollangriff in den drei Besen belästigt haben? Irgendwie schon. Aber gerade würde ich lieber von dir hören, was die Wilderer noch vorhaben. Sicher. Aber ich hoffe, du sagst mir, wenn ich helfen kann. Vor allem nach dem, was du für Wolkenschwinge getan hast. Sagt dir der Name Hornschwanzhalle etwas? Ich glaube nicht. Warum? Was ist das? Offenbar das bestgehütete Geheimnis der Wilderer. Der Name wurde zweimal genannt, aber sie gingen nie ins Detail. Außerdem habe ich einen von ihnen prahlen hören, wie viel Gold sie verdienen. Sicherlich auf Kosten unschuldiger Kreaturen. Sie haben auch diese Gegend erwähnt und ich dachte, wenn wir uns etwas umsehen, finden wir heraus, was sie im Schilde führen. Wenn du meine Oma triffst, dieser Ausflug hat nie stattgefunden. Geht klar. Kann das sein, dass sie beim Reden, das sieht aus, als hätte sie immer so eine Spuckeblase im Mund. Hat er da mal genau hingeguckt? Das klingt verdächtig. Nein, natürlich sage ich deiner Oma nichts. Ich habe auch nicht den Eindruck, du würdest mit mir irgendein unredliches Vorhaben anstreben, oder Poppy? Keine Sorge, Poppy. Wenn ich deine Oma je treffe, erwähne ich das hier nicht. Normalerweise sage ich ihr alles. Sie ist meine beste Freundin nach Wolkenschwinge, aber sie weiß, was ich von Wilderern halte. Ich glaube, sie fürchtet, ich könnte etwas Törichtes tun. Wie kommt sie denn nur darauf? Hier lang. Okay, Poppy. Ich folge dir. Revelio. Oh, willst du mir nicht hoch? Keine Gentlefrau? Ein Zentaur. Sei vorsichtig. Ein ganzes Schloss und Sie möchten ausgerechnet hier lang. Wo ist es? Bitte, wir wollen keinen Ärger. Wir müssen nur hier durch. Halten Sie uns für dumm? Dass wir nicht merken, wie immer mehr von ihrer Art herkommen, zusammen mit den Wilderern? Wir sind nicht auf ihrer Seite. Im Gegenteil, wir wollen sie aufhalten. Ich hoffe für Sie, dass das stimmt. Unsere Geduld mit den Wilderern und ihren Handlangern wird bald am Ende sein. Nichts passiert. Glück gehabt. Er war durchaus charmant. Es hätte schlimmer kommen können. Zentauren mögen Zauberer nicht besonders. Und die Wilderer sind da keine Hilfe. Aber warum hat er geglaubt, wir hätten etwas mit Wilderern zu tun? Ich habe die Wilderer mit einigen Bewohnern von Hogsmeade sprechen sehen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht sind die Zentauren deshalb misstrauisch. Wartest du kurz auf mich? Warte kurz. Oh! Nein, 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 nein. Schade. Die Kiste hätte ich gerne mitgenommen. Revelio. Eine grundsätzlich schöne Gegend hier. Hä? Was ist los? Das dritte Mal, dass ich einen Sumpfkrattler derart erlebt habe. Es scheint, viele Tierwesen sind in letzter Zeit aggressiver als sonst. Das ist mir auch aufgefallen. Fast so, als wäre was im Wasser. Fast so, als wäre was im Wasser? Ah. Was das wohl sein mag. Ich hoffe, das finden wir nicht in der nächsten Folge heraus. Aber falls das doch so sein sollte, dann hoffe ich,
Ihr seid da wieder mit dabei und ja, wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn es soweit ist, abonniert auch gerne den Kanal und klingelt das Glöckchen, damit ihr eine Push-Benachrichtigung bekommt, wenn es soweit ist. Und bevor Poppy gleich einschläft, sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.